Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir so ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eigentlich Ich teile dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus und ja. Erwarten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interview-Parts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten oder ist der Wagner oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt. Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hat, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also haut rein, Jungs. Peace. Ich weiß nicht, spricht man AIDS aus? AIDS oder nenne ich ihn jetzt mal. Was ist von eher extremen Ölen wie 5W20, 10W60 in den aktuellen Turbomotoren zu halten? Erstens ist zum Beispiel die Empfehlung von Ford für deren aktuellen Motoren. Letzteres fahre ich im Mini R56 mit John Cooper Works Kit bei entsprechenden angepassten Wechselintervallen. Also was ist von extremen Motorölen zu halten? 5W20, 10W60 in aktuellen Motoren. Also dort, wo jetzt Ford zum Beispiel nur W20 Öl vorgibt, dann macht es ja nicht aus ohne Grund. Ja. Ja, das heißt, deren Strategie ist ja auch, ich sag mal, die Effizienz der Motoren zu steigern. Und Ford wird jetzt nicht ein Öl freigeben, was nicht funktioniert. Also das heißt, ein 0W20er Öl in diesen Motoren wird funktionieren. Ja. Definitiv. Wobei die Viskosität natürlich jetzt bei Öltemperaturen um 100 Grad natürlich extrem niedrig ist. Ja. Mhm. Die sicherlich werden wir die Situation haben bei diesen downgesizten Motoren, ja, mit geringen Hubräumen, hohen Leistungen, auch geringen Ölmengen, ja, werden die Öle natürlich auch schneller verbraucht werden. Ja? Ja. Also die Additivpakete in den Ölen werden schneller verbraucht werden. Ja? Ja, okay. Und das ist ein Thema, wo sich eben noch, mit Sicherheit gibt es schon Langzeiterfahrungen, aber was im Nachgang meiner Meinung nach eben nochmal genauer angeschaut werden muss. Okay. So, dann die andere Richtung, 10W60, diese Öle haben natürlich absolut seine Berechtigung, weil ich die auch brauche, wie zum Beispiel jetzt bei einer
meiner Meinung nach jetzt bei einer Anfahrt von einer Topspeed von 252 km/h, ja, bei 7000 Umdrehungen. Sicher, wir haben jetzt winterliche Temperaturen bei, ja, Minusgraden gehabt, nur es wird so hin bei 35 Grad plus im Sommer natürlich ganz anders ausschauen. Ja. Ja. Somit hat auch zum Beispiel ein 10W60 Öl meiner Meinung nach eine absolute Bedeutung, speziell bei diesem Anwendungszweck, ja, Einsatz, okay, auch. Ja, ja. Genau. Okay. Ich habe eine Öltemperaturanzeige bei mir drin und wenn ich Volllasten fahre, die ungefähr bei 132 ja, Grad. Also ich habe noch nie die 140 geknackt, sag ich mal so, oder ja, 135 war das Maximalste. Liegt das noch so im Rahmen von 60, W60 Ölen oder von 60er Ölen? Oder ist es dann auch schon, wo man sagt, ich sag mal, ein 0W40 Öl kann das ab. Ne? Ja. So voll synthetisches Öl kann diese, ja, Temperaturen ab. Ja, okay. Nur bei einem 0W20er Öl, das ist schwieriger. Ja, würde ich sagen, okay, das würde ich da mal in Frage stellen. Ja. Ja. Okay. Auf Dauer, ne? Weil die Viskosität, ja, doch ab. Ja. Dann wirklich massiv in Keller fällt bei den Temperaturen. Und es gibt auch, sagen wir, bei 0W20 habe ich keine Analyse, welche Viskosität in den Datenblättern, welche Viskosität, ja, ich habe bei 140 Grad. Ja, ja, bin meistens, glaube ich, nur irgendwie. Das wäre zum Beispiel interessant, ja, dass man mal eine Analyse macht, dass man mal zum Beispiel den krassen Gegensatz macht, also, ja, 0W20 Öl bei 140 Grad misst. Und ein 10W60 Öl bei 140 Grad. Ja. Um mal zu schauen, wo bin ich da? Ja. Welche Speizung habe ich hier drin? Ja, wie das auseinandergeht. Ja, genau. Ja, okay. Gut, dann fragt BMW Go, da Steuerketten mechanisch unterdimensioniert sind, wäre es interessant zu erfahren, welches Öl besser für die perfekte Schmierung eines Kettentriebs ist. Welches Öl spannt die Kettenspanne am schnellsten? In dem Sinne, ja, so dass die Ketten weniger mechanisch belastet werden. 5W40, 0W30. Ja, gut, sag mal, die Kettenschmierung ist ein eigenes Thema. Ja. Ne? Bei der Kettenschmierung ist es so, dass eine Kette ideal geschmiert ist, wenn das Öl am Kettenbolzen ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn das Öl auch direkt an der Reibstelle eindringt. Ne? Ja. Ich habe natürlich eine ganz andere Situation wie jetzt bei einer Motorradkette, weil der Kettentrieb ja im Ölbad läuft. Ne? Der Punkt ist einfach der, ich muss es eben schaffen, dass das Öl im Kettenbolzen bleibt. Mhm. Ja? Ja. So. Und was brauche ich dazu? Ein höherviskoses Öl. Ne? Mhm. Ja? Okay. Langfristig. Ja? Ja. Das heißt, ein höherviskoses Öl wird mir auch länger im Kettenbolzen bleiben. Ja. So, okay. Wird die Kette gelenkt? Ja, wenn zum Beispiel jetzt nur 1,5% sich die Kette lenkt, ja, dann ist die Kette kaputt. Dann wird es praktisch die Ritzel abbauen. Ja. Ja, dann wird es die Ritzel verschleißen. Hm, okay, ja. So, und das Öl hat, sag mal, meiner Meinung nach keinen Einfluss auf den Kettenspanner. Ja. Außer bei extremen Kälten, wenn ich jetzt anfahre, wenn das Öl kalt ist, jetzt bei Minustemperaturen, wo ich 0 Grad habe, dann wird vielleicht das Ding mal zum Rattern anfangen können, ja, wenn das Öl kalt ist. Aber sobald das Öl warm ist, wird es keinen Einfluss auf den Kettenspanner haben. Ja, okay. Ja. Gut. Ja, ich denke, ja, nochmal, okay. Aber es ist auch einfach, ich denke, wir wissen, dass das damit mit sich umhergeht. Ja. Ne? Ja, okay. Dann geht die Frage weiter von BMW Go. Wie wichtig sind Additive MOS2 und Bor im Motoröl? MOS2. Ja. Ja, MOS2 ist ein Festkörper. Ja, ich weiß gar nicht, was das ist. MOS2 ist Molybdäm-Dieselfit. Okay. Molybdäm-Dieselfit ist ein Festkörper, ähnlich wie Graphit. Ja. Und es gibt Öle, die auch auf MOS2 auf Basis aufgebaut sind. Nur MOS2 ist meiner Meinung nach in modernen Motoren hat es nichts verloren, weil es ein Fremdstoff ist und würde wiederum auch die Abgassysteme belasten. Mhm. Ja. Das würde ich zum Beispiel ein MOS2 Additiv in modernen Motoren wirklich außen vorlassen. Ja. Ja, okay. Ja. Und dann fragt er noch nach Bor. Bor ist auch ein Additiv. Ja. Ja.
Bohr ist ein ölgelöstes Additiv. Das hat letztendlich keinen mehr Einfluss. Das kann ohne weiteres im Rennmotoren eingesetzt werden. Ja. Ja. Welche Aufgabe hat das Bohr? Verschleißschutz. Verschleißschutz, ja. Okay. Also wichtig. Kurz gefragt. Genau, dann gehen die Fragen weiter, die ich vom Oil Club bekommen habe. Das ist einmal Tequila 009, das ist der Administrator, den ich mitbekommen habe, auch ganz cool. Hat auch meine Videos geschaut und hat sich gefreut, dass ich das auch im letzten Video erwähnt hatte. Er fragt auch, und zwar, moin, könntest du mal fragen, ob sie Produktdatenblätter veröffentlichen würden, damit ist nicht das SDB, ich weiß nicht, was das ist, gemeint. Nicht das Sicherheitsdatenblatt gemeint. Okay, nicht das Sicherheitsdatenblatt gemeint und auch nicht die Freigabeempfehlungen auf der Seite, falls darauf verwiesen wird. Ja, weiß ich nicht. Ja, also wir geben letztendlich jetzt, wir haben uns ja spezialisiert auf den Oldtimer-Bereich, ja. Ja. Und wir geben keine Hersteller-Spezifikation heraus, weil wir die auch nicht dort spezifizieren haben lassen. Ja, okay. Das heißt, höchstens wenn wir jetzt einen Öl praktisch jetzt durchhandeln, das was wir nicht produzieren, dann können wir die Freigabe nicht geben. Ja. Ja. Achso, okay. Also für die eigenen nicht, weil es keine Spezifikationserfüllung gibt. Es gibt ja. Sicher, wir können nur sagen, entspricht dieser Spezifikation. Ja. Ja, aber wir haben ja keine Spezifikation, indem wir dort den Prozess durchmachen, den ja VW fordert oder Mercedes fordert. Ja. Da hatten wir auch drüber geredet. Genau. Genau. Eine Registrierung oder eine Zertifizierung eines Öles kostet ungefähr 1 Million Euro. Mhm. In etwa pro Produkt. Und diese Summen sind letztendlich jetzt nur den ganz großen Herstellern vorbehalten. Das können wir, sagen wir mal, Hersteller wie wir, die jetzt im kleinen Rahmen spezielle Sachen machen, ist für uns nicht leistbar. Ja. Okay. Mal die Frage umformuliert, und zwar Öle, die Sie anbieten, dessen Datenblätter Sie an oder Ölanalysen, die Sie machen lassen von Frischölen. Kann man sowas veröffentlichen oder geben Sie sowas? Sowas kann man machen, ja. Ja. Ist es auf der Homepage zu finden? Nein, oder? Nein, das haben wir für uns intern gemacht, ja. Um einfach zu wissen, wo wir stehen, beziehungsweise mit welchen, oder auch sagen wir mal Rückschluss auf die Additivpakete, die wir einsetzen, ist das wirklich so? Ne? Ja. Bekommen wir, was wir bestehen, um dort den Rückschluss zu bekommen. Ja. Ja. Okay, also gäbe es eine Möglichkeit, sowas, wenn Sie wollen natürlich. Also gäbe es, sehen. Ja. Ja. Okay. Gut, ich gebe das mal so weiter. Ja. Genau, dann hat TDI-2,7 gefragt. Da bin ich mal gespannt, was du berichtest. Ich auch, aber es ist echt cool. paar Daten und Fakten wären super. Wenn du was kommst, bitte anhängen. Von der Beschreibung hören sich die Öle ja schon mal sehr gut an. Datenblätter wären top, also nochmal doppelt betont. Ja. Genau, mal fragen, warum er kein fertiges Öl mit dem Mikrokeramikenprogramm hat. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Die Mikrokeramik setzt sich ab. Mhm. Ja, wir können zwar über Emulgatoren die Keramik stabilisieren, dass es sie auch nicht absetzt oder nicht stark absetzt. Aber letztendlich sind diese Emulgatoren an dem Öl nichts verloren, deswegen das möchte ich auch nicht drin haben. Ja, okay. Und wenn wir Öl anbieten, müssen wir das bis zum Fass anbieten. Und wenn sich im 200 Liter Fass die Keramik absetzt, dann ist die Frage, wie bekomme ich die wieder hoch? Ja. Also ohne speziellen Mischer bekomme ich das nicht mehr hoch. Mhm. Das wird funktionieren bis zum 20 Liter Gewinde, welches noch hochschütteln kann, aber dann ist schon Schluss. Ja. Und deswegen gehen wir den Weg, dass wir das Produkt, sagen wir mal, maximal, wenn der Kunde das wünscht, also wir haben schon Anfragen da, spezielle Getriebeanwendungen, die irgendwann komplettes Getriebeöl haben will, mit dem Mikrokeramik, was wir abfüllen können bis 5 Liter. Ja, okay. Das kann ich noch hochschütteln, ja, aber größer hinaus wird es dann schon schwierig. Und das ist letztendlich das K.O.-Kriterium, warum wir generell keine Öle mit Mikrokeramik anbieten. Ja, okay. Ja. Ja. Der einfache Weg ist, dass wir sagen, okay, hier ist das Öl, die Empfehlung, ja, und wir geben das Additiv dazu. Ja, okay. Ja. Super. Ja, ich denke, damit ist die Frage beantwortet, soweit ganz gut. Fragt er, welche Ölviskosität 5W30, 5W40 und so weiter wäre am besten für die Kombination mit Mikrokeramik? Also gibt es da Präferenzen, was am besten ist? Das kann man machen, wie man will. Also die Mikrokeramik ist so universell einsetzbar. Ja. Wir setzen die ein, auch in die Getriebe, ja. In die Schaltgetriebe,
das spielt keine Rolle, welches Öltyp wir haben. Ja, das spielt okay. auch keine Rolle, ob wir zum Beispiel ein Esteröl haben. Mhm. Zum Beispiel Mobil 1 ist ein Esteröl. Ja. Spielt auch keine Rolle. Ist untereinander mischbar, weil es gibt hier aber keine Beschränkung, wo wir es nicht einfüllen dürfen. Ja. Ja. Und ich gebe jetzt auch keine, sagen wir, Produkte, präferiere ein Produkt, was ich jetzt dort einfüllen würde. Ja, okay. Also kann man generell universell nutzen. Genau, alles. Mhm. Okay. Ja. Ja, super. Dann hätten wir die Frage auch durch. Dann geht es weiter mit Mr. Quinn, auch aus dem Oil-Club. Welcher Grenzwert, Maximalwert von Sulfat, von Sulfatasche, Barein, Turbo, Benzin und Direkteinspritzer? Also Barein und Turbo. Ich meine, Benzin, die Frage haben wir schon im Vorgang schon beantwortet. Das ist mal beim Benzin, da ist das Sulfatasche-Gehalt so um 1,5, okay, darüber hinaus nicht. Ja. Je weiter drunter, desto besser. Na, aber ja. So etwa 1,5. 1,5, ja. Okay. Ja. Ja, ich denke, er fragt auch ein bisschen aus der Richtung, weil ich weiß, die BMW-Direktanspritzer haben ja auch den Cut, den NOx-Cut, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer, so vom Aufbau her. Und dass er dann wahrscheinlich sich Sorgen macht, dass der NOx-Cut dann auch sich irgendwie zusetzt durch zu viel Asche gehabt. Ja. Dann denke ich, dann haben wir das auch soweit beantwortet. Dann kommen wir zu den YouTube-Fragen, die ich bekommen habe. Es wäre interessant, also With Style fragt, es wäre interessant, ob die Keramikpartikel die Honung in den Zylinder aus, Zylinderlaufbahn ausfüllt. Also, oder ja, die Frage bekommen wir, die Frage bekommen wir immer öfter gestellt. Ja. Ne? Wenn ich jetzt einen Festkörper reinmache und nicht beschichte, ja. Also das ist ja auch immer die, sag mal, die Beschichtung, ja. Geht ja um. Ne? Also letztendlich ist die Keramikbehandlung keine Beschichtung. Ja. Ja. Die Keramikbehandlung wird die feinsten Oberflächenrauigkeiten zumachen. Also ich erkläre das immer mit meinen Händen. Ich denke, das ist das einfachste Beispiel. Eine gehonte, geschliffene Oberfläche, Rautiefe, RZ1μ, ja, müssen Sie so vorstellen. Ja? Ja. Das heißt, die Metalloberfläche schaut aus jetzt wie meine Finger. Ja? Mhm. Die gleiten aufeinander. Der Traganteil der Oberfläche sind nur, die Bergspitzen sind nur 15% der Gesamtfläche. Ja, okay. Ja? Das heißt, jetzt kommen die Mikrokeramik. Die Mikrokeramik wird vielleicht die Größe hier haben. Ja? Wir werden die Täler auffüllen. Ja? Und der einzige Punkt ist der, dass die Mikrokeramik nicht beschichtet. Das heißt, ich werde nicht über die Bergspitzen hinaus beschichten können. Okay, ja? Ja. Weil ich das gar nicht auf der Oberfläche haften lassen kann. Ja? Das heißt, ich kriege das gar nicht festgehaftet hier oben. Mhm. Ja? Beim PDFE schaut das schon wieder anders aus, weil wir dort einen Schmelzpunkt haben von 325 Grad. Ja? Dort wird es schon sein, dass ich da was reinschmiere und überbeschichten kann. Ja? Hm. Das wird so sein. Ja? Und deswegen verhält sich die Mikrokeramik komplett anders wie zum Beispiel ein PDFE-Produkt. Ja? Ja. Wir haben definitiv keine Überbeschichtung. So, jetzt wo kommt der Effekt her? Was macht die Keramik? Erstens ist die Mikrokeramik von der Menge her so eingestellt, dass wir in etwa 20 Gramm bis 30 Gramm, je nachdem welche Mischung, welche Ölmenge ich habe und welches Mischungsverhältnis ich ansetze, bis zu 30 Gramm Festkörper drin habe. Ja, und 30 Gramm, glauben Sie, 30 Gramm Keramikpulver ist ein Handvoll Material. Ja. Das ist sehr viel. Ja. Wenn ich hier reingebe, das bedeutet, wir werden die Oberflächen, nur an den reibintensivsten Teilen die Oberflächen, wird sich das einarbeiten, verfestigen. Ja. Und es wird die Keramik im Öl mitschwimmen. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir zum Beispiel Getriebeöle behandeln, werden wir sehen, die Getriebeöle werden weiß. Okay. Ja? Also die werden nicht schneeweiß, aber das gelbe, das goldgelbe Farbe des Öles bleibt. Ja. Und wir haben einen Weißstich drin. Ja? Ja. Ähnlich wie so eine Emulsionsmilch. Ja? Dann wird das ausschauen. Beim Motoröl sehe ich das nicht, weil der Rußeintrag sofort kommt und das überdecken wird. Ja? Ja, okay. So, jetzt zum Effekt. Wir lagern ein in die Oberfläche. Das heißt, wir lagern das hier rein. Und wir werden dann die Oberflächen vergrößern. Das heißt, die Oberflächengröße wird dann so ausschauen. Ja? Von so nach so. Das heißt, hier habe ich letztendlich wesentlich höhere Oberfläche. Das heißt, die Oberfläche, wenn ich sie messe unter meinem Elektronenmikroskop, wird von 15% bis auf 85% erhöht. Ja. Okay. Also 15% unbehandelt bis 85% behandelt. Ja. Das bedeutet, also übertragen gesehen würde es so ausschauen, ich habe, sagen wir mal, ganz geringe Spitzen, die noch aufeinander laufen. Und ich habe hier eine bessere Abdichtung. Mhm. Dadurch habe ich eine höhere Kompression. Ja. Ich ziehe weniger Öl durch.
Ölverbrauchs reduziert und ich kann die zugeführte Menge Treibstoff besser ausnutzen. Ja. Ja? So, und das alles zusammen führt letztendlich jetzt zu diesem Effekt, dass wir weniger Ölverbrauch haben, Kraftstoffersparnis haben, ja. Dann metallische Geräusch ja. Wird weniger, ja? Und auch die ganzen Gleitbewegungen werden leichter. Dadurch ja. Hole ich mehr Effizienz raus. Ja, okay. Ja? Mhm. So, durch ein Langzeitgutachten haben wir, sie werden denken, ja, was macht die Keramik? Ist die hart oder ist die, was macht die überhaupt? Ne? Im Gegenteil, ja. Die ist weich wie Butter. Ja. Ja. Und durch die Feinheit haben wir eben die Tatsache, dass es durch Filter geht. Ja? Und dass es sich komplett einlagern kann. Ja. Ja? Und somit gewährleisten wir durch die Einlagerung plus der hohen Menge, die noch im Öl mitschwimmt, ja, die dann arbeiten wie kleine Kugellager in einem Kugellager, ja. Würden wir hier eine Situation schaffen, wo wir auch das Geräusch eines Motors also extrem nach unten bringen können. Ja. Ja. Also jeder, der Keramik fährt, wird mal im Motor läuft ruhig. Ja, speziell okay. Bei den Dieselmotoren, also mit dem Dieselmotor wird laufen wie ein Benziner. Ja. Okay. Also so weich, so samtig wird er laufen. Okay. Ja. Ja. Ja, ich denke, dass man die genau. Frage soweit beantwortet hat. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Genau, weiteres. Was hält er von den Tests von, wie zum Beispiel Piotr auf YouTube zeigt, also mit diesem, habe ich gesehen, mit die Maschine steht ja glaube ich. Ja gut, wir haben auch so ein Testgerät. Ja, also, was er davon hält. Das ist sogenannte Reichert-Waage. Ja. Das, was jetzt Piotr Tester hier gemacht hat, also ich habe ihn auch schon auf YouTube gesehen. Ja. Das ist jetzt ist kein empirischer Test. Ne? Ja. Das ist jetzt mal so ein. Letztendlich kommt der Test aus der Schmierstoffindustrie und man misst eben das Reibverschleißverhalten nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel nach einer Minute ja. Laufzeit. Ne? Und wir messen mit diesem Gerät letztendlich ein paar wenige Parameter. Ja. Aus dem Gesamtspektrum. In dem Fall messen wir die Hochdruckeigenschaften, die das Produkt hat. Ja? Und diese Hochdruckeigenschaften kann ich natürlich durch Additive steuern. Ja. Das, was jetzt, die Maschinen gibt es ja schon lange, diese Testmaschinen, die gibt es ja, schon seit den 50er Jahren. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren über eins herauskristallisiert, dass die Leute wollen allen immer extrem hohen Druck sehen. Ja. Wobei natürlich die Maschine so hohen Druck produziert, ja, die ein Motor nie stattfinden würde. Ja. Ja. Das heißt, es ist ein Extremtest. Ja, ja, ja. Sicherlich werde ich, wenn ich an diesem Test jetzt diesen Hochdruck steigern kann, dass ich hier Verschleiß reduzieren kann. Ja, das wird so sein. Ja, das würde ich bestätigen. Mhm. Letztendlich zeigt aber die Maschine nicht das gesamte Spektrum, ja. Was ich brauche in einem Öl, beziehungsweise welche Eigenschaften das Öl haben soll, wie zum Beispiel jetzt die Temperaturstabilität. Ja. Zeigt nicht, wie auch in der Länge. Ich mache ja hier einen Kurzzeittest. Ja. Ich messe hier 5 Minuten oder eine Minute. Ja. Das heißt, was passiert jetzt wirklich bei 1000 Betriebsstunden? Ja. Ja. Wie verhält sich das Öl wirklich nach 1000 Betriebsstunden? Ja. Sagt dieser Test nicht aus. Ja, ja. Sicherlich kann man dann Rückschluss auf die Additive, die eingesetzt werden, ob hier Hochdruckadditive drin sind oder ob hier einfach, sagen wir mal, höhere Menge an Verschleißschutzadditiven drin sind, werden wir hier sehen können. Ja. Ja. Aber letztendlich ist diese Maschine am Weg, um sagen wir, eine Schmierstoffqualität zu testen, aber zeigt nicht das gesamte. Nicht das gesamte Spektrum. Also es ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt, der gezeigt wird, der in dem Test sogar auch überzeugend ist. Wir können das auch mit der Keramik hier vorführen, wenn die Zeit noch reicht hier. Ja. Ja. Wir können das gerne nochmal machen, um einen Einblick zu bekommen, was man hier sieht oder was hier der entscheidende Punkt ist, was für mich der entscheidende Punkt ist. Wie verhält sich das Geräuschverhalten und wie verhält sich die Oberflächenqualität? Ja, okay. Das ist der entscheidende Punkt. Das kann ich eben durch ein Additivpaket steuern. Ja. Okay. Lasse ich eben Verschleiß zu oder setze ich Additive ein, dort, wo ich die Oberflächen noch verbessere, und zwar besser, in der Qualität besser als Neuzustand. Ja. Und das ist der Weg. Ja. Das können wir. Ja. Das kann heute über Öl gemacht werden. Mhm. Ja. Und das hatten wir schon im Vorgang, im Gespräch, dass die Fahrzeughersteller und natürlich auch die Mineralölindustrie eigentlich gar nicht gewillt ist, das technisch Machbare zu verkaufen oder anzubieten. Ja, weil sie will ja Verschleiß haben. Ja. Ja. Das Getriebe muss nach einer halben Million
verschlissen sein. Ja? Man könnte wesentlich mehr machen. Ja? Das können 2 Millionen laufen, wenn man wollte. Ne? Ja. Nur ist eben bewusst aufgrund wirtschaftlicher Strategien nicht gewollt. Ja, ja. Ja. Das habe ich auch im Studium gelernt, wo die meinten, ja, in der Fertigungstechnik so genau wie nötig, aber nicht so genau wie möglich. Irgendwie. Das hat natürlich auch mit der Produktionsaufwand ja, und klar, Kosten das ist aber im Endeffekt ist es aber ist es die Richtung, die halt da angepeilt wird. Also gehen wir doch mal in die Elektronikindustrie. Man hat heute Sollbruchstellen drin, das weiß man. Ja. Und das Öl ist meiner Meinung nach auch eine Sollbruchstelle. Ne? Ja. Verstehen Sie, was Sie vorgeben? Man könnte mehr machen, wird aber so nicht gemacht, nicht gewollt. Ja. Ja. Ist nicht gewollt. Ja. Okay. Ja. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber glaube ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzten wir mal den Hashtag dran geblieben. Haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.